Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist euer Mislav von FP Nips Repair mit einem neuen Video und es ist eh auch schon ein bisschen länger her. Ich komme momentan nicht so regelmäßig zum Videos machen. Wieso? Erstens habe ich sehr viele Füller in letzter Zeit zu bearbeiten gehabt und ich mag es natürlich und ich liebe es euch, neue Videos zu zeigen und Fortschritte zu zeigen und wie man etwas so macht und was ich wie gemacht habe. Aber natürlich möchte ich auch die Personen, die mir die Füller zuschicken, möglichst schnell glücklich machen und die Füller wieder zurückschicken. Deshalb kam ich jetzt bei den letzten paar Füllern nicht dazu, Videos zu machen. Und ich habe nebenbei auch einfach viel zu tun mit der Arbeit und mit der Uni und mit persönlichen Projekten. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal wieder ein Video oder gleich mehrere. Und ich fange an mit diesem Füller hier. Das ist ein Mnemosyne Fission in Navy Blue. Aber es geht hier nicht um den Füller, weil das ist ein alter Füller, den ich habe. Es geht vielmehr um die Feder, die drauf sitzt. Nämlich eine, ich denke, 18 Karat Goldfeder von Visconti. Eine Kundin, der ich bereits aushelfen konnte mit einer Music-Feder, also einer, die drei Schenkel hat, hat mir den zugeschickt. Und in dem Fall eben nur das Housing, also nur die Feder mit dem Tintenleiter und mit dem Gehäuse. Und glücklicherweise hat das hier reingepasst in eben diesen Mnemosyne Füller. Aber kommen wir mal zur Sache, was für ein Problem hatte dieser Füller. Er hatte Anschreibschwierigkeiten, er hat unglaublich sanft und weich geschrieben. Ich fand das unglaublich und faszinierend und möchte von dieser Geschmeidigkeit der Füller lernen, die sie hatte. Aber sie hatte ziemlich heftige Anschreibschwierigkeiten und was bei der Feder ganz offensichtlich war, war eine komische Form. Ich werde später mit der Feder schreiben. Ich schreibe zuerst mit einer anderen. Was nehmen wir da? Wie schreibst du? Schauen wir mal. Ja, bei der bin ich gerade am Bearbeiten und beim Üben. Deswegen ist sie gerade ein bisschen laut und kratzig. Ich hoffe, das stört euch nicht. Genau, Federn haben normalerweise von vorne ungefähr so ein Aussehen. Der Schlitz ist mal breiter, mal enger. Und eben diese Feder vom, eben diese Visconti-Feder hat so ausgeschaut ungefähr. Ja, es ist natürlich auch etwas übertrieben dargestellt, aber gar nicht so übertrieben. Wobei doch, wenn ich es mir so anschaue. So, ich mache das neu. Ja. Also die Feder hat aus der Vorderansicht, wenn man sie sich so anschauen würde, diese Form hier gehabt. Es ist nicht unbedingt schlecht. Wieso? Der untere Teil der Feder kommt in Berührung mit dem Papier. Der obere Teil nicht, außer man schreibt rückwärts, was hier auch funktioniert hat. Das heißt, das hier ist nicht unbedingt falscher als das hier. Hier war nur das Problem, dass der Schlitz unten so eng war, dass keine Tinte durchfloss. Und oben so breit wurde, dass die Tinte irgendwo dazwischen liegen geblieben ist und nicht bis ganz nach vorne an die Feder kam. Wenn man es sich von der oberen Ansicht anschauen würde, würde das dann ungefähr so ausschauen, dass hier eben der übertrieben breite Schlitz war. Und wenn das zu breit ist, fließt die Tinte nicht durch.
bleibt hier irgendwo dazwischen stehen. Ich zoome da mal etwas ran. So, genau. Bleibt dann da irgendwo dazwischen stehen. Das heißt, ich hatte hier jetzt zwei Aufgaben zu machen. Beziehungsweise es kam noch was dazu. Erste Aufgabe war, diese Position hier zu der Eiche hinzubiegen. Wie habe ich das gemacht? Eine Technik, die ich auf jeden Fall niemandem empfehlen würde, der sich nicht sonderlich gut auskennt, noch am Experimentieren ist. Und ich würde es eigentlich auch wirklich nicht bei teuren Federn empfehlen. Das ist nämlich wirklich das Arbeiten mit Zangen. Ja. In dem Fall war es nötig. Das heißt, ich zeige es euch jetzt hier mal, dieser Beispielfeder. Man nimmt die Zange wirklich oder die Feder hier von der Seite, versucht möglichst weich aufzukommen und durch rauf und runter biegen. So, oder nach unten, abhängig davon, wie man die Position verbessern muss, kann man dann diesen Schlitz schließen. Das musste ich machen. Hat Gott sei Dank geklappt. Das Risiko bin ich eingegangen, denn es geht darum, den Füller perfekt zu machen. Und wenn er nicht perfekt ist und wenn was kaputt geht, dann stehe ich natürlich auch dafür ein. Und ja, auf jeden Fall habe ich es geschafft von diesem Aussehen. Na, ich zeige es hier einfach nach oben. Das hier zu kommen, wodurch sich der Tintenfluss deutlich verbessert hat. Das zweite, was gewünscht war von der Kundin, war es von einer normalen Feder, wie hier, eine Stub zu kriegen, ja. Stubs schauen dann von vorne so aus, dass der obere, untere Teil stark abgeschliffen sind. Das hier ist dann weg. Was übrig bleibt, ist dieser enge kleine Raum, wo dann auch die Vorderseite der Feder abgeschliffen wird, damit sie möglichst gerade aufliegt. Und dadurch einen breiten Strich nach unten und einen dünnen Strich auf die Seiten herstellt. Und ich denke, ich kann sagen, dass ich diese Feder hier schön bearbeiten konnte. Ich bin froh mit dem Ergebnis. Und wie der Strich jetzt ausschaut, davor war ja ziemlich genau eine typische B-Feder. Ja, das hier ist ein Kaweco mit einer breiten Feder. Ja. So ungefähr. Hat dann auch die Breite von der Visconti-Feder ausgeschaut. Dann nochmal. Ja. Was wir jetzt mit der Feder haben, ist sozusagen das nachher, die Nachheraufnahme. Das ist ein schönes Stub. Nach unten ein breiterer Strich und auf der Seite, wie man sehen kann, ein sehr enger Strich. Was mir immer wichtig ist, ist, dass ich diesen Effekt auf allen Seiten habe oder in allen Höhen, dass es nicht von oben eine schöne Stub-Form hat und von unten dann wiederum etwas komplett anderes ist, sondern ganz egal in welchem Winkel man den Füller zum Papier hält, es ist und bleibt eine Stub, wie man auch einen Buchstaben schön erkennen kann. Haben wir einerseits einen dünnen Strich und andererseits einen dicken und somit verabschiede ich mich für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Missler von FB Nips Repair. Dankeschön.